Herzlich willkommen zur fünften Sitzung der Vorlesung Textstruktur und Textbedeutung. Heute werden wir uns mit Pluralausdrücken im Rahmen der Diskursrepräsentationstheorie beschäftigen. Wir werden hier sehen, dass das nicht einfach eine Fortsetzung von Singularausdrücken ist, sondern dass hier ganz genuin neue Phänomene auftreten, die sehr interessant sind, was die Interpretation von Texten uns auch, was die Zugänglichkeit von Diskursreferenten betrifft. Okay, beginnen wir. Ja, um was geht es? Sehen wir uns Texte wie drei Bauern besitzen einen Esel, sie schlagen ihn an. Hier haben wir einen pluralischen Antezedenzausdruck, drei Bauern, und pluralische Anaphon, sie. Das bezieht sich auf die Bauern, die im ersten Satz erwähnt worden sind. Ja, wir haben hier also pluralische Diskursreferenten. Das finden wir auch im zweiten Satz. Die meisten Bauern besitzen einen Esel, den sie schlagen. Das sie bezieht sich hier auf die meisten Bauern, der Quantor, der hier im ersten Satz auftritt. Und das wollen wir in dieser Sitzung untersuchen. Dazu brauchen wir etwas, worauf Ausdrücke wie drei Bauern sich beziehen können. Das kann nicht ein einzelnes Individuum sein, das muss ein Individuum sein, das sich irgendwie auf drei Bauern bezieht. Und solche Individuen haben wir in unserem Modell noch nicht kennengelernt. Die Vorstellung, die man da einsetzt, ist, dass man Individuen zu sogenannten Summenindividuen zusammenpacken kann. Das heißt, wenn immer wir zwei Entitäten im Universum haben, x und y, dann ist auch die Summe, die ich hier als x plus y schreibe, ebenfalls ein Element im Universum. Also dieses x plus y ist die Zusammensetzung von x und y. Das sind die beiden zusammen. Ja? Das führt dann zu solchen Strukturen, wie sie hier angeführt sind. Ja, wenn also A, B und C drei einfache Individuen in unserem Universum sind, dann ist auch A und B, die Summe von A und B, A und C, die Summe von A und C und B und C, die Summe von B und C im Universum und auch die Summe von A und B und C. Ich habe das hier als Hasse-Diagramm dargestellt. Sie kennen das wahrscheinlich noch aus der Darstellung von Teilmengen, einer Mengenalgebra zum Beispiel. Also hier steht jeweils die Summe überhalb der Teile der Summe und die Striche deuten an, was die Teile jeweils sind. Also hier A und B, die Teile sind hier A und eben B. So, diese Summenbildung x plus y oder x und y ist im Gegensatz zu der Menge, die aus x und y besteht, eine konkrete Entität. Mengen sind ja abstrakt, aber diese Zusammenfassungen von Objekten in Summen sind konkret. Das ist also ein wichtiger Unterschied. Wir können den Begriff des Teils definieren. Also x ist ein Teil von x und y, der Summe von x und y. Wir schreiben das mit diesem Zeichen hier, das nicht zufällig an die Teilmengenbeziehung erinnert, aber das wird hier so eckig geschrieben. Ja, also das ist ein Teil von x und y. Und wir können die Teilbeziehung definieren mit Hilfe der Summenbeziehung. Es gilt, x ist ein Teil von y genau dann, wenn x und y zusammen y ergeben. Das heißt, x hat keinen Anteil, der über y hinausragt, der y größer machen würde. X ist vollständig in y enthalten. Gut, man kann jetzt auch den Begriff des echten Teils definieren, denn die Teilrelation ist reflexiv, wie Sie sehen. Also x ist ein, wenn x ein Teil ist von y, dann ist auch y ein Teil von x. Wir können nun den Begriff des echten Teils definieren. Das ist wie folgt. X ist ein echter Teil von y genau dann, wenn x ein Teil ist von y, y aber kein Teil von x ist. Das kennen Sie auch ganz ähnlich aus der Definition der echten Teilmenge. Ein Unterschied zwischen der Summenbildung und der Mengenbildung besteht darin, dass es kein Äquivalent zur leeren Menge gibt. Es gibt kein Teil, es gibt keine Entität, die Teil von jeder anderen Entität ist. Es gibt hier also nicht das Äquivalent der leeren Menge. Wir können aber sagen, dass es Atome gibt, das sind Elemente, die keine echten Teile enthalten. Also hier A, B und C, das sind die Atome von dieser Struktur, die haben keine echten Teile. Ja.
Der Begriff von Atomen erlaubt es uns, etwas zu sagen über die Größe von diesen Summenindividuen. Also ein Atom selbst enthält ein Atom, hat also die Größe 1. Ein Teil wie A und B enthält zwei Atome, also A und B, und hat damit die Größe 2. Und A und B und C, diese Entität hier, hat die Größe 3. Wir können allgemein definieren, die Größe, die Zahl der Atome eines Objekts X, so in zwei senkrechte Striche geschrieben, das ist die Anzahl, dafür steht dieses Doppelkreuz hier, der Elemente Y, so das gilt, Y ist ein Teil von X und Y ist ein Atom. Ja, das misst gewissermaßen die Zahl der Atome. Und wir haben da schon gesehen, dass zum Beispiel A und B und C dann die Atomzahl 3 besitzt. Ja, das ist jetzt, was wir im Modell haben, in der Beschreibung der DRT brauchen wir auch Wege, um auf diese Summenindividuen uns zu beziehen. Und da nehmen wir pluralische Diskursreferenten an und die schreiben wir mit Großbuchstaben x1, x2 und so weiter. Und diese werden durch die Funktion g natürlich jetzt auf nicht-atomare Entitäten abgebildet. Ein Beispiel, der Satz Pedro besitzt zwei Esel, hat diese Repräsentation in der DRT. Also x1 ist Pedro, das ist wie gehabt. Jetzt kommt hier das Indefinitum zwei Esel, das führt einen Diskursreferenten ein, x2, und zwar einen Plural-Diskursreferenten. Und wir haben hier Esel von x2. Nun, ich habe hier ein Plus geschrieben, ein kleines Pluszeichen, weil das hier die Pluralform von Esel ist gewissermaßen. Das zeigt an, dass das ein Prädikat ist, das auf pluralische Entitäten zutrifft, und das werden wir gleich dann noch näher sehen, wie das funktioniert. Das Zahlwort 2, das misst gewissermaßen die Zahl der Atome in diesem Diskursreferenten x2. Ich verwende also diese senkrechten Striche hier auch in der DRT-Sprache. Das sind also zwei Atome. Und dann das Verb sagt, dass x1 x2 besitzt. Also wir haben hier die Besitzrelation wie gehabt. Jetzt zwischen einem atomaren Diskursreferenten und einem pluralischen Diskursreferenten. Wie sieht jetzt ein Modell aus? Wir nehmen jetzt ein etwas anderes Modell als das, was wir bis jetzt gehabt haben, aber ich glaube, das ist ziemlich klar. Wir haben ein Modell M bestehend aus einem Universum U und einer Funktion F, wie zuvor auch. U bestehe jetzt aus B1, B2, B3, das sind unsere Bauern, E1, E2, E3, das sind unsere Esel, aber auch alle daraus bildbaren Summenentitäten. Also zum Beispiel ist jetzt auch B1 und B2 zusammen eine Entität in dem Modell. Ja? Oder B1 und E1 zusammen, der Bauer B1 und der Esel E1 zusammen, bilden ein neues Summenindividuum in dem Modell. Jetzt will ich das nicht alles auflisten, alle möglichen Summen, die man da bilden kann. Das sind hier 6 Elemente, es gäbe dann insgesamt 2 hoch 6 minus 1 Individuen insgesamt, und das wäre viel zu viel, um die alle aufzuschreiben. Um das zu umgehen, verwende ich diesen Begriff des kumulativen Abschlusses einer Menge. Also, das wird hier durch dieses Plus hier oben nach einer Menge angezeigt. Also dabei ist Folgendes gemeint. Das soll die kleinste Menge V sein, für die gilt, dass die Menge B1, B2, B3, E1, E2, E3 eine Teilmenge von V ist. Und ferner gilt, wenn immer x und y ein Element von V ist, dann ist auch die Summe von x und y ein Element von V. Damit ist also zum Beispiel die Summe von B1 und B2 ein Element von diesem Abschluss, von V und von diesem Abschluss. Aber auch etwa B1 und E1 ist ein Element davon. Und auch etwa B1, B2, E1 und B2, B3, E1 und so weiter, alle möglichen Kombinationen bis hin zu dem Individuum B1 und B2 und B3 und E1 und E2 und E3. Auch dieses Individuum, das aus 6 Atomen besteht, ist Teil von diesem Abschluss,
des Universums unter der Summenbildung. Nun, die Funktion f weist ja den Ausdrücken der DRT-Sprache Bedeutungen zu. Es sei jetzt f von Pedro gleich b1, das ist unser Pedro, f von Juan sei b2, f von Bauer sei die Menge b1, b2, b3, also es gibt ja drei Bauern, der dritte Bauer hier hat keinen Namen, das brauchen wir ja nicht. F von Esel sei die Menge E1, E2, E3, das sind unsere Esel. Und F von Besitz sei die Menge von Paaren B1, E1, B1, E2 und B2, E3. Also B1 besitzt zwei Esel, E1 und E2. B2 besitzt einen Esel, nämlich E3. Und B3 ist ein armer Bauer, der besitzt gar keinen Esel. So, das ist das Modell. So, was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine Bedeutung für Bauer plus und für Esel plus. Und das gibt uns der kommutative Abschluss von Prädikatsbedeutungen. So, f von Bauer plus ist der kommutative Abschluss der Menge b1, b2, b3. Das sind also alle Summen von Bauern drin. Und f von Esel plus eben die Summe, das sind alle Summen von Eseln drin. Wir brauchen aber noch etwas, denn auch die Relationen wie Besitzen müssen unter einem kumulativen Abschluss verstanden werden. Wie ist das zu verstehen? Besitzt von Plus, das sei jetzt ein Ausdruck, ein Relationsausdruck, der als der kumulative Abschluss von Besitzt definiert ist. Und wie bei den Prädikaten hier oben, definieren wir das auch für Relationen. Das ist die kleinste Menge V, für die gilt. Also zum einen ist die Bedeutung von besitzt eine Teilmenge von V. Also alle Paare, die in der Besitzrelation stehen, sind auch in V. Und es gilt ferner, wenn x und y und x' y' ein Element von V ist, dann ist auch x plus x' y plus y' ein Element von besitzt plus, also von dem Abschluss von besitzt. Also auch da werden die Summen gebildet. Ja? Das heißt dann hier insbesondere, dass b1 e1, b1 e2, b2 e3, das steht ja schon von da oben fest, in besitzt plus sind, aber auch bei b1 e1 und e2 und auch B1 und B2, E1 und E3, weil ja B1 E1 besitzt und B2 E3 besitzt. Und nach dieser Vorschrift hier muss dann auch also B1 und B2, E1 und E3 in Besitz plus sein. Ferner B1 und B2, E2 und E3, weil ja B1 E2 besitzt und B2 E3 besitzt. Und ferner dann auch B1 und B2, E1 und E2 und E3, weil ja B1 E1 und B1 E2 im Besitzverhältnis steht und B2 E3. Sie sehen, das ist also dann der kumulative Abschluss einer Relation, die man aus dieser allgemeinen Vorschrift hier erhält. Jetzt sehen wir uns diese DRS hier an für Pedro besitzt zwei Esel. Das hatten wir schon vorher gesehen. Und fragen uns jetzt, ist das hier in unserem Modell wahr? Das sollte wahr sein, weil Pedro, also B1, den Esel E1 und den Esel E2 besitzt. Und hier insbesondere haben wir das Paar B1 besitzt E1 und E2. Das ist hier das kritische Paar, das hier von dieser DRS hier gefordert wird. So, jetzt können wir sehen, wann diese DRS in einem Modell wahr ist. Genauso wie zuvor, diese DRS K1 habe ich sie genannt, ist in dem Modell UF wahr, genau dann, wenn es eine Funktion G gibt, ist eine Funktion G gibt von den Diskursreferenten von K1 in U+, also in dem abgeschlossenen Universum, die jede Bedingung von K1, also jede dieser vier Bedingungen hier wahr macht. Ja.
Und man muss nicht lange raten, um zu sehen, dass die Funktion g die x1 auf b1 und x2 auf die Summe von e1 und e2 abbildet, dass das also die gewünschte Funktion ist. Nämlich es gilt nämlich g von x1 ist b1 und das ist gleich f von Pedro. Also die erste Bedingung ist erfüllt. G von x2 ist e1 und e2 und das ist ein Element von f von Esel plus. F von Esel plus war ja der Abschluss dieser Menge. Insbesondere gehört da auch e1 und e2 rein. Die Atomzahl von G von x2 ist gleich 2. Damit ist auch diese Bedingung hier erfüllt, denn e1 plus e2 besteht aus zwei Atomen. Und das Paar von x1, x2 ist gleich b1 und e1 plus e2. E1 plus e2 und das ist ein Element von f von besitzt plus. Das haben wir auch schon gesehen, das ist eben dieses Element. So, damit gibt es eine Einbettung der Diskursreferenten dieser DRS in unser Modell und damit ist diese DRS in unser Modell hier wahr. Jetzt setzen wir diesen Text fort mit dem Satz, er schlägt sie. Das sie bezieht sich natürlich jetzt auf die zwei Esel. Wie wird das interpretiert? Naja, die Pronomina greifen schon existierende Diskursreferenten auf. Das sind hier insbesondere x1 und x2. Sie greift x2 auf. Die einzige neue Bedingung hier ist, x1 schlägt x2, schlägt wieder unter diesem kumulativen Abschluss, also schlägt plus. Wir müssen dazu unser Modell erweitern, denn bisher war ja vom Schlagen noch nicht die Rede. Es sei jetzt so, dass in dem Modell b1 e1 schlägt und b1 e2 schlägt. Die Funktion, die wir schon eben hatten, also g, was x1 auf b1 abbildet und x2 auf e1 und e2, die erfüllt alle Bedingungen von k2. Die ersten vier Bedingungen, das hatten wir schon gesehen. Die letzte Bedingung ist aber ebenfalls erfüllt. Denn das Paar GX1, GX2, also das Paar B1, E1 und E2, ist da ein Element von f von schlägt. Sehen wir uns weitere Beispiele von Pluralanaphora an. Zum Beispiel können die auch sich auf eine koordinierte Nominalphrase beziehen, wie etwa in Pedro und Juan sind Bauern, sie besitzen drei Esel. Hier haben wir eine Koordination. Die führt ebenfalls einen Summendiskursreferenten ein, zum Beispiel wie hier. Also x1 führt Pedro ein, x2 Juan, x3 führt die Summe von x1 und x2 ein. Von der wird gesagt, dass sie Bauern sind. Also das Nomen Bauer plus trifft auf x3 zu. Das ist hier ein prädikatives Nomen, also kein normales Indefinitum, das einen eigenen Diskursreferenten einführt. Vielleicht erinnern Sie sich an das Märchen Hänschen und Gretchen. Da hatten wir einen ähnlichen Fall. Auch Summenbildung und dann ein Prädikativnomen. Hänschen und Gretchen waren noch kleine Kinder und so weiter. Das wird dann fortgesetzt mit Sie besitzen drei Esel. Also Sie bezieht sich auf Pedro und Juan, x3. Und es wird gesagt, dass x3 in einer Besitzrelation, also besitzt plus zu x4 steht, wobei x4 eben die Eigenschaft hat, Esel zu sein, also ein Pluralindividuum, das aus Eseln besteht, zu sein und die Atomzahl 3 besitzt hier. Man findet aber auch, dass Pluraldiskursreferenten nicht durch Koordination eingeführt werden, sondern durchaus auch verteilt eingeführt werden. Also, Pedro hat Juan getroffen, sie besitzen drei Esel. Obwohl Pedro und Juan hier nicht in einer Nominalphrase auftreten, ja, Pedro ist ja hier Subjekt und Juan ist da Objekt, kann man sich mit sie auf die Summe der beiden beziehen. Das heißt, wir haben hier diese DRS, wo x1 ist Pedro angeführt wird, x2 gleich Juan, die Bedingung x1 trifft x2. Und dann müssten wir offensichtlich x1 und x2, obwohl sie in verschiedenen syntaktischen Funktionen eingeführt worden sind, summieren zu x3, um das sie im nächsten Satz zu interpretieren. Und das wird dann so interpretiert wie zuvor.
Also x3 ist die Summe von x1 und x2, x4 sind drei Esel und x3 besitzt x4. Eine Frage, die man sich hier stellen kann, ist, an welcher Stelle wird im zweiten Fall hier x3 eingeführt? Wird x3 bereits bei der Verarbeitung des ersten Satzes eingeführt, also bei Pedro hat Juan getroffen, auf Vorrat gewissermaßen, oder wird x3 erst eingeführt, wenn es hier ein Pronomen sie gibt, das gewissermaßen ein solches Diskursindividuum braucht? Nun, vielleicht geben uns zusätzliche Beispiele hierfür Aufschluss und ich beziehe mich hier auf ein nicht veröffentlichtes Papier von Camp und Frey, das ganz interessante Sätze diskutiert. Ich verwende hier mal die englischen Beispielsätze dieses Papiers, die sogenannten Acapulco-Sätze, denn der mexikanische Badeort spielt hier eine Rolle. Wir haben den Text: Last month John took Mary to Acapulco. They had a lousy time. Das they kann sich hier auf John und Mary beziehen. Das ist klar. Last month John took Mary to Acapulco. Mary insisted that Bill come along. They had a lousy time. Worauf bezieht sich das they? Nun, das kann sich auf John und Mary beziehen. Es kann sich auf Mary und Bill beziehen, das sind die beiden, die im zweiten Satz hier genannt werden. Es kann sich auf alle drei beziehen, auf John, Mary und Bill. Worauf es sich aber nicht so gut beziehen kann, ist John und Bill. Also last month John took Mary to Acapulco, Mary insisted that Bill come along, they had a lousy time. Dass sich they auf John, was im ersten Satz erwähnt ist, und Bill, was im zweiten Satz erwähnt ist, ist nicht so besonders offensichtlich. Last month John took Mary to Acapulco. Mary insisted that Bill come along. On the way they picked up a hitchhiker. They had a lousy time. Wiederum die Frage, worauf kann sich they beziehen? Naja, auf John und Mary vielleicht, obwohl das jetzt schon relativ weit zurückliegt. Auf John, Mary und Bill. Oder auf John, Mary, Bill und The Hitchhiker, auf alle vier Personen. Andere Mischungen, Kombinationen sind aber nicht so gut möglich. Wir machen die Geschichte komplexer. Last month John took Mary to Acapulco. Mary insisted that Bill come along with them. On the way they picked up a hitchhiker. Their friends Fred and Sue were already there. They had a lousy time. Jetzt kann sich they auch auf Fred und Sue beziehen. Aber auch auf alle fünf Personen, also John, Mary, Bill, The Hitchhiker, Fred und Sue. Es ist aber nicht so besonders gut, irgendwelche Mischungen vorzunehmen, obwohl man den Hitchhiker hier vielleicht rausnehmen könnte. Das ist aber das Weltwissen, das sagt, dass Hitchhiker eben dann auch wieder gehen und nicht Teil der Gruppe bleiben. Also es ist klar, dass Pluralanaphern von hochgradiger Ambiguität sein können. Aber dass nicht alle Kombinationen möglich sind, also etwa nicht die Kombination John und Bill, die scheint hier zumindest sehr unwahrscheinlich zu sein. Das heißt, dass die Einführung von pluralischen Diskursreferenten strukturgeleitet ist. Das heißt, dass man nicht verschiedene Elemente aus zwei Sätzen kombinieren kann. Es scheint so zu sein, dass wenn innerhalb eines Satzes Diskursreferenten eingeführt werden, dann kann man diese summieren, wie etwa in Last month John took Mary to Acapulco, they, das kann sich auf John und Mary beziehen. Und von Satz zu Satz kann man jeweils die maximalen Diskursreferenten summieren. Also hier im zweiten Beispiel, hier ist im ersten Satz ist John und Mary angeführt, dann kommt Bill dazu und man kann dann gewissermaßen John, Mary und Bill auf alle drei hier sich beziehen. Aber man kann sich nicht gewissermaßen aus dem einen Satz einen Diskursreferenten rauspicken und aus dem anderen einen anderen und die summieren. Das scheint schwer zu gehen. Das heißt, hier, wir sehen hier, dass es eine Art von prägender Struktur der Sätze gibt, welche Arten von Summierungen man bei den Diskursreferenten vornehmen kann. So, jetzt betrachten wir die Lesarten von Sätzen mit Pluralausdrücken. Auch da gibt es einiges Interessantes zu beobachten. Nehmen wir wieder den Satz: Pedro und Juan besitzen drei Esel. Es gibt hier verschiedene Lesarten. Erstens die kumulative Lesart.
die so viel heißt wie die Summe der Esel, die Pedro und Juan insgesamt besitzen, ist drei. Zum Beispiel kann Pedro zwei Esel besitzen und Juan besitzt einen Esel, dann kann man sagen, Pedro und Juan besitzen drei Esel. Es gibt dann zwei Unterspezifizierungen dieser Lesart. Zum einen die sogenannte kollektive Lesart. Die besteht dann, wenn Pedro und Juan gemeinsam drei Esel besitzen, wenn sie also gemeinsame Besitzrechte an den drei Eseln haben. Es gibt diesen gemeinsamen Besitz, wie wenn zum Beispiel ein verheiratetes Paar ein Haus kauft und dann gehört dieses Haus denen gemeinsam. Und es gibt die kollektiv-kumulative Lesart. Das ist ebenfalls eine Unterart der kumulativen Lesart. Zum Beispiel besitzt Pedro einen Esel, Juan besitzt einen und einen besitzen sie beide zusammen. Auch dann kann man sagen, Pedro und Juan besitzen drei Esel. Und dann gibt es die distributive Lesart. In dieser Lesart drückt dieser Satz aus, dass Pedro drei Esel besitzt und Juan drei Esel besitzt. Ja, das heißt, es gibt insgesamt sechs Esel, da ein Esel nicht im Besitz von zwei Personen sein kann, außer jetzt in der kollektiven Lesart hier. Die kumulative Lesart, die also mit insgesamt ausgedrückt werden kann, wie in Pedro und Juan besitzen insgesamt drei Esel, die ist besonders einfach und zwar deswegen, weil wir angenommen haben, dass die Relationen wie besitzen selbst bereits kumulativ sind. Also besitzt plus, dieses Plus macht ja diese Relationen kumulativ. Also hier haben wir eine DRS hier dafür. Wir haben hier einfach x1 ist Pedro, x2 ist Juan, x3 ist die Summe von beiden, x4 sind drei Esel und x3 besitzt x4. Wir haben hier einen Summendiskursreferenten an Subjektstelle und an Objektstelle und wir haben hier natürlich besitzt plus den kumulativen Abschluss von besitzt. Die kollektive Lesart, die man mit gemeinsam markieren kann, also Pedro und Juan besitzen gemeinsam drei Esel, die muss gewissermaßen schon im Modell festgehalten sein. Das heißt, da muss schon im Modell selbst, also bei f von besitzt, ohne dieses Plus stehen, dass b1 und b2, die Summe von diesen beiden Bauern, die Esel e1 und e2 und e3 besitzt. Das muss da schon im Modell verankert sein. Denken Sie an gemeinsamen Besitz eines Hauses, das ist da schon im Grundbuch eingetragen, dass da ein Paar etwa ein Haus oder auch drei Häuser besitzt. Die kollektiv-kumulative Interpretation, die entsteht nun so, wenn wir f von besitzt hier haben, also b1 besitzt e1, b2 besitzt e2, B1 und B2 besitzt E3, die besitzen also diesen Esel gemeinsam. Dann ist F besitzt plus der kumulative Abschluss. Sie erinnern sich, wie das gebildet wird. Das enthält dann die Paare B1 E1, B2 E2, B1 und B2 E3 wie zuvor, dann aber auch B1 und B2, E1 und E2, weil B1 E1 besitzt und B2 E2 besitzt. Ferner B1 und B2 E1 und E3, weil B1 E1 besitzt und B1 und B2 besitzt E3. Und auf diese Weise gibt uns der kumulative Abschluss das. B1 und B2 besitzen auch E2 und E3, weil ja B2 E2 besitzt und B2 E2 und E3 besitzt. Und schließlich gilt auch, dass B1 und B2 E1 und E2 und E3 besitzt. Das ist, glaube ich, jetzt klar. Und es ist nun so, dass wenn zum Beispiel diese Bedingung hier gilt, dass die beiden Bauern B1 und B2, E1 und E2 und E3, also drei Esel auf diese Weise besitzen, dann könnte man auch sagen, zum Beispiel Pedro und Juan besitzen zwei Esel, denn das ist ja auch wahr, aber hier sagt dann die Maxime der Quantität, man soll so informativ wie möglich sein. Und deswegen sollte man schon sagen, dass die zwei Bauern drei Esel besitzen, weil das einfach informativer ist. Man soll also möglichst hohe Zahlenwerte wählen, um zu einer möglichst informativen Aussage zu kommen. Jetzt kommt die letzte Lesart, die distributive Lesart, die ist inhärent komplexer.
denn sie enthält eine Quantifikation. Also Pedro und Juan besitzen drei Esel, das kann man mit dem je im Deutschen markieren. Also Pedro und Juan besitzen je drei Esel. Im Englischen mit dem each, Pedro and Juan own three donkeys each. Das heißt, hier steckt gewissermaßen schon ein Quantor. Und auch wenn der fehlt, hat man dennoch diesen quantifizierten Satz als eine mögliche Bedeutung. Die Bedeutung sollte dieselbe sein wie jeder von Pedro und Juan besitzt drei Esel. Wir brauchen hier also eine Quantifikation. Wir wissen, wie wir das in der DRT machen. Und zwar eine Quantifikation über die atomaren Teile einer Bezugsentität, also die atomaren Teile des Summenindividuums von Pedro und Juan. Ein atomarer Teil ist so definiert. X ist ein atomarer Teil, also ein Teil A, Y, genau dann, wenn X ein Teil von Y ist und X eine atomare Entität ist. Das heißt, X selbst hat keine Teile. Wie sieht jetzt die DRS aus für Sätze dieser Art? Hier ist ein Beispiel. Also es wird zunächst mal Pedro eingeführt, dann Juan, dann die Summe von Pedro und Juan, das ist hier x3, und dann eine quantifizierte Struktur, und zwar über die atomaren Teile hier. Das ist zu lesen als, wenn x4 ein atomarer Teil ist von x3, dann gilt auch, es gibt ein x5, x5 sind drei Esel und x4 besitzt x5. Dieses x5 hier ist natürlich wieder ein pluraler Diskursreferent. Da steckt jetzt eine Regel drin, die hier ausbuchstabiert ist. Eine Verbphrase der Art dpv mit je und dann dp, das je hier ist nicht obligatorisch, wird interpretiert, indem man eine unter der DRS, wenn k', dann k' aufbaut, also eine Allquantifikation. Und in k' soll man einen Diskursreferenten x und die Bedingung x ist ein atomarer Teil von Groß X einführen, wobei dieses Groß X ein Diskursreferent ist, welcher der Subjekt dp entspricht, also hier Pedro und Juan. Und in K' wird die Bedingung VdP einem neuen Diskursreferenten X, also einem atomaren Diskursreferenten, zugeschrieben. Das ist hier dieses X5. Wir nehmen jetzt hier ein Modell an, in dem es 6 Esel gibt insgesamt und B1 besitzt die ersten drei, B2 besitzt die letzten drei hier. In diesem Fall sollte die distributive Lesart dieses Satzes hier wahr sein, denn es gibt für jede Möglichkeit, den Diskursreferenten x4 als atomaren Teil von x3 einzubetten. Also x4 kann dann entweder Pedros sein oder Juan sein. Das sind die zwei Möglichkeiten. Jeweils einen Summendiskursreferenten x5, der auf drei Esel abgebildet werden kann, sodass x4 x5 besitzt. Natürlich, wenn x4 gleich Pedro ist, dann ist das die Summe von E1, E2 und E3. Und wenn x4 gleich Juan ist, also B2 ist, dann ist das die Summe von E4, E5 und E6. Und damit, das kann man leicht sehen, hoffe ich, ist diese Bedingung hier auch erfüllt. Und man kann sehen, es gibt eine Einbettung, die diese DAS hier in diesem Modell hier wahr macht. Wenn Sie wollen, können Sie sich das im Detail rausschreiben. Es gibt nun pragmatische Faktoren, zum Beispiel sollten die drei Esel nicht überlappen. Das ist deswegen so, weil es hier keinen gemeinsamen Besitz gibt. Es geht ja nicht hier um die kollektive Lesart. Und es gibt natürlich auch die skalare Implikatur, dass das unangemessen wäre, wenn zum Beispiel Pedro drei Esel und Juan vier Esel besitzt. Technisch würde der Satz Pedro und Juan besitzen je drei Esel nach wie vor wahr, aber er wäre unterinformativ und würde damit in die Irre leiten. Wir kommen nun zu pluralischen Quantoren, wie zum Beispiel in alle Bauern besitzen drei Esel oder die meisten Bauern besitzen drei Esel. Wie kann man das verstehen? Wir haben ja schon gesehen, wie man jeder Bauer analysiert. Hier haben wir aber pluralische Quantoren, wie Sie sehen. In dem Fall von alle Bauern brauchen wir offensichtlich ein Summenindividuum.
Wir können insbesondere auch Sätze bilden wie alle Bauern zusammen besitzen neun Esel. Das deutet darauf hin, dass alle Bauern sich auf eine Summe von Bauern bezieht. Oder alle Bauern besitzen je drei Esel. Auch das, wie wir gesehen haben, die Existenz von distributiven Lesarten spricht dafür, dass sich alle Bauern auf Summen bezieht. Ja. Wir brauchen hier eine Operation, die ich hier beschrieben habe als plus v, wobei v eine Menge ist und das ist einfach die Summe der Elemente, die in einer Menge v enthalten sind. Und bei alle Bauern, da beziehen wir uns eben auf die Summe der Bauern. Hier, das wäre eine DAS, die diesen Satz beschreibt. Also x1 wird angeführt hier, das ist die Summe aller Bauern. Sie sehen hier plus Bauer plus, das heißt Bauer plus ist der kumulative Abschluss von Bauer und plus davor bezieht sich auf die Summe von allen Bauern hier. Ja? Und dann kommt hier eine distributive Bedingung für die distributive Lesart hier. Für alle x2, für die gilt, x2 ist ein atomarer Teil von x1 gilt. Es gibt ein x3, x3 sind Esel. Es gibt drei Atome in x3, also es handelt sich um drei Esel und x2 besitzt x3. Also x2 und x3 stehen in der Besitzrelation wie zuvor. Schauen wir uns jetzt als Kontrast Quantoren mit die meisten an. Die meisten ist ja ein nicht universaler Quantor, bezieht sich auf mehr als die Hälfte einer Grundmenge. Es fällt uns hier auf, dass wir keine Prädikation auf die Summe bilden können. Die meisten Bauern zusammen besitzen sechs Esel, kann man nicht sagen, im Gegensatz zu alle Bauern zusammen besitzen neun Esel. Also das geht ja nicht, das heißt, hier geht etwas anderes vor. Die meisten drückt also selbst bereits eine Quantifikation aus, anders als das alle. So, was drückt jetzt die meisten als Quantor aus? Naja, man kann das jetzt so sich vorstellen, hier wird eine neue Art von Quantifikation eingeführt, so etwas Ähnliches wie die Universalquantifikation, aber nicht genau. Deswegen gibt es hier das Subskript meist hier neben diesem Pfeil und es gibt eine Bedingung, wenn K-Strich, dann meistens K-Doppelstrich. Schauen wir uns vielleicht gleich mal eine DAS hier an. Für die meisten Bauern besitzen drei Esel. Also wir sehen hier den Quantor meist hier am Werk. Das soll ja dafür stehen, dass die meisten Einbettungen, die die linke DRS hier wahrmachen, auch die rechte DRS hier wahrmachen. Wofür steht jetzt die linke DRS hier? X2 soll hier ein atomarer Teil von X1 sein und X1 ist eben die Menge aller Bauern. Also in den meisten Fällen, in denen X2 ein atomarer Teil ist von x1, gilt auch, dass es ein x3 gibt, wobei x3 eben drei Esel sind, ja, und x2 besitzt x3. Also für die meisten Atome des Summenindividuums aller Bauern gilt, dass sie drei Esel besitzen. Das entspricht natürlich jetzt der Lesart dieses Satzes. Allgemein gilt jetzt für die meisten, dass in der großen DRSK ein Diskursreferent x für die Summe aller Entitäten eingeführt wird, die unter die NP fallen, also hier die Summe aller Bauern. Und es wird dann diese Bedingung hier eingeführt. In K' wird ein Diskursreferent x eingeführt mit der Bedingung, x ist ein atomarer Teil von x. Und die VP wird dann in der zweiten DRS, der Konsequenz DRS, realisiert. Das ist dann also jetzt die allgemeine Regel. Und zur Interpretation von diesem Pfeil mit Subskript meist, unter der Funktion g, die jetzt geprüft wird, ist die Bedingung, wenn K', dann meistens K'. In einem Modell UF wahr, genau dann, wenn mehr als die Hälfte der Erweiterungen von G zu G', die K', die erste DRS wahrmachen, so erweitert werden können, dass sie auch K' wahrmachen. Das ist jetzt ganz ähnlich wie bei dem Quantor jeder, außer dass es hier eben um mehr als die Hälfte der Erweiterungen
geht, welche die Antizedenz DRS hier wahr machen. Eine Frage, die man sich dann stellen kann, ist, wie sähe dafür etwa ein Beispielmodell aus? Das können Sie sich mal überlegen. Nun, mit der polarischen Quantifikation gibt es neue Möglichkeiten für anaphorische Beziehungen. Schauen wir uns hierzu diesen Text. Die meisten Bauern arbeiten auf dem Feld. Sie sind fleißig arm. Hier können wir uns mit Sie auf alle Bauern beziehen oder auf die Bauern, die auf dem Feld arbeiten. Nun, im ersten Fall haben wir diese Interpretation, die ist ziemlich einfach hier, denn wir haben ja schon angenommen, dass ein Satz wie die meisten Bauern arbeiten auf dem Feld einen Diskursreferenten hier x1 für die Summe aller Bauern einführt und dass sie greift dann diese Summe von allen Bauern einfach auf. Das ist also die erste Lesart. Die zweite Lesart ist etwas komplexer, denn die Diskursreferenten, die auf dem Feld arbeiten, sind ja hier noch nicht eingeführt. Das heißt, hier müssen wir etwas anderes annehmen. Es wird hier angenommen, das findet man bei Kamp und Reile, dass hier, wenn es schon eine Bedingung dieser Art gibt, dass dann ein neuer Diskursreferent, also hier x3, eingeführt werden kann. Und zwar ist das die Summe, das Sigma hier steht für die Summe, von allen x2, für das diese Box hier zutrifft. Und diese Box hier ist die Vereinigung von diesen beiden Boxen, die eben eingeführt worden sind. Also x3 ist die Summe von allen x2, sodass gilt, x2 ist ein atomarer Teil von x1, also von allen Bauern, und x2 arbeitet auf dem Feld. Und fleißig, das Prädikat fleißig, wird jetzt auf dieses x3 prädiziert. Also die Bauern, die auf dem Feld arbeiten, die sind fleißig. Was hier vorgeht, kann man so beschreiben. Es wird eine DRS-K3' gebildet, und zwar aus einer komplexen DRS-K'R-K'. Das ist also diese hier, das R steht für eine beliebige Relation hier. Die meisten, jeder, viele und so weiter. Und wenn diese DRS-K3' gebildet wird, kann man einen Antizedenzausdruck wie hier dieses x3 kreieren, indem man diese Summenoperation hier vornimmt, wobei diese Bedingung hier, also Sigma xk, wie folgt interpretiert wird. Wenn wir eine Variablenbelegung g haben, dann referiert dieses Ding, also dieser Ausdruck hier, auf die Entität in dem Universum U, welche die Summe von allen Objekten Y in U ist, sodass es eine Erweiterung von G zu G' mit G' von X gleich Y gibt, welche K im Modell wahr macht. Also es gibt eine Interpretation dann von diesem X3 als die Summe von allen X2, welche diese DRS hier im Modell wahr macht. Das ist dann die Summe von allen Bauern, die im Feld arbeiten. Und von der wird dann gesagt, dass sie fleißig ist. Das ist dann also die zweite Lesart. Wesentlich komplexer, aber wir müssen hier ein Phänomen der natürlichen Sprache beschreiben, das, glaube ich, ganz offensichtlich ist. Bei pluralischer Quantifikation finden wir auch neue Fälle von Anaphora. Sehen wir uns diesen Satz hier an. Die meisten Bauern haben einen Esel, sie füttern sie. Sie füttern die Esel, die sie haben. Ja. Sie hier, das Objekt, hat hier keine Möglichkeit, direkt auf den Diskursreferenten von einem Esel zuzugreifen. Außerdem ist sie natürlich plural und einen Esel hier ist Singular. Also hier haben wir ein Problem. Das ist das Antizedenz. Das ist die Repräsentation des ersten Satzes. Also die meisten Bauern haben einen Esel. Sie sehen hier, dass der Diskursreferent für Esel x3 hier in dieser Box eingeführt wird und nicht von außen her zugänglich ist. Außerdem ist es ein Singular-Diskursreferent. Wie kann man jetzt erklären, dass ein Satz wie Sie füttern sie möglich ist? Das kann man so erklären wie zuvor, dass wenn diese komplexe Bedingungen eingeführt worden ist für die meisten, dass dann eine neue Box eingeführt werden kann, wobei man hier, wie wir schon gesehen haben, die Bauern rekonstruieren kann, die Summe der Bauern, die einen Esel haben, wobei man hier über
x4 die Summe der Bauern rekonstruieren kann, die einen Esel haben, das haben wir schon gesehen, aber eben auch mit x5 hier die Summe der Esel, die einen Bauern als Besitzer haben. Wir haben hier also zwei Diskursreferenten, x4 und x5, die wir hier einführen, über diese Regel, die wir eben schon besprochen haben. Und dann können wir die Bedingung x4 füttert x5 ebenfalls einführen. Also wir haben hier das Antizedenz für Sie über eine Summenbildung eingeführt und eine abschließende kumulative Prädikation hier ausgedrückt. Ein letztes Beispiel, das auch als modale Subordination bezeichnet wird. Betrachten wir dieses Beispiel. Jeder Bauer hat einen Esel, er behandelt ihn meistens gut. Wir haben gesehen, dass oft dieses Aufgreifen von Diskursreferenten in einem quantifizierten Satz nicht so gut möglich ist. Aber hier ist es, glaube ich, ganz gut. Und was hier wesentlich ist, ist, dass hier in diesem Satz eine Quantifikation ausgedrückt wird durch meistens. Es kann auch eine modale Quantifikation wie gewöhnlich und so weiter ausgedrückt werden. Deswegen heißt jetzt dieses Phänomen hier modale Subordination, weil es hier einen Quantor oder einen Modaloperator gibt. Der erste Satz wird ja nach unserer Analyse, denken Sie an die Veranstaltung das letzte Mal zurück, so ausgedrückt: Für jeder Bauer hat einen Esel, jede Möglichkeit, die Antizedenz, die RS einzubetten, wobei hier x1 als Diskursreferent mit der Bedingung x1 ist ein Bauer steht, kann man erweitern zu einer Einbettung dieser zweiten DRS mit dem Diskursreferenten x2, wobei x2 ein Esel ist und x1 x2 besitzt. Und wie geht's weiter? Wie kann man sich jetzt vorstellen, dass es hier Diskursreferenten gibt für er und ihn? Und man kann sich das so vorstellen, dass man eine Regel hat, die besagt, wenn immer eine solche komplexe DRS eingeführt worden ist, kann man in dem nächsten Satz, wenn die ebenfalls einen Quantor enthält, wie hier meistens, das ist hier durch diese Quantifikationsbeziehung hier ausgedrückt, ein Antizedenz konstruieren aus diesen zwei Boxen zusammen. Man wirft diese beiden Boxen zusammen, bildet diese DRS hier mit x1 und x2, wobei x1 ein Bauer ist und x2 ein Esel ist und x1 x2 besitzt. Und mit dieser Antizedenz DRS, die aus dem Vorgängersatz hier konstruiert wird, gilt: x1 behandelt x2 gut. Also diese Bedingung hier sagt, dass wenn immer wir eine Möglichkeit finden, DRS hier wahrzumachen, sodass x1 ein Bauer ist, x2 ein Esel ist und x1 x2 besitzt, dann kann man diese Möglichkeit, diese Funktion g weiter erweitern, sodass x1 x2 gut behandelt. Hier muss man es gar nicht erweitern, weil hier gar kein neuer Diskursreferent eingeführt wird. So, das ist jetzt ein Fall von modaler Subordination. Sie sehen, dass man durchaus Fälle findet, in denen Diskursreferenten aufgegriffen werden, die eigentlich gar nicht zugänglich sein sollten. Das geschieht aber mit Hilfe einer relativ komplexen Operation, wo aus den DRSen des Vorgängersatzes eine neue DRS als Antizedenz gebildet wird, ausgelöst durch einen Quantifikationsausdruck wie hier meistens. Ja, das wär's für heute. Wir haben also gesehen, wie wir pluralische Ausdrücke in der DRT behandeln können, insbesondere wie wir behandeln können, dass Diskursreferenten summiert werden können, sodass wir pluralische anaphorische Ausdrücke haben, die auf diese Summen zugreifen können. Da gibt es interessante Phänomene. Wir haben auch gesehen, wie wir Quantifikationen modellieren können, die Summenindividuen implizieren, wie etwa mit alle und die meisten. Wir haben auch gesehen, wie das plötzlich dann neue Möglichkeiten für anaphorische Bezüge eröffnet,
an die wir vorher noch gar nicht gedacht haben. Und schließlich haben wir bei dem einfachen singular quantifizierten Satz ebenfalls gesehen, dass, wenn es in dem Satz mit den Pronomina einen Quantor gibt, dass wir auch da gewissermaßen Diskursreferenten, die eigentlich gar nicht mehr zugänglich sind, wieder regenerieren können. Es gibt einige Aufgaben, bitte machen Sie diese bis zum nächsten Mal. Wir werden sie in der nächsten Sitzung diskutieren. Vielen Dank.